Moin Moin und herzlich willkommen in Japan. Es regnet. Echt? Es regnet. Es ist Regen angesaugt. Oh. Okay, ein Setup für dich. Vor allem gleich auf Wett. Warte. Im Workshop laden. Es regnet nur im Qualifying. Echt? Was, nur im Qualifying? Alter. Regnet wirklich nur im Qualifying? Also, wenn du Viereck drückst und dann Dreieck, dann ist da das Rennen. Und da sind halt Wolken. Ich würde sagen, es regnet nur im Qualifying. Also, es, im Rennen ist es bewölkt. Ja, aber ich glaube, wir hoffen mal, Qualifying, dass es regnet. Rennen bewölkt. Ja, dann nehme ich ein Trocken-Setup. Ja, sowieso. Das sowieso. Na, wenn es jetzt immer geregnet hätte, ich habe nämlich auch ein Regensetup. Ich nicht. Aber ich kann mir kurz eins raussuchen. Aber ich fahr, warte, ich wollte kurz gucken. Setup, Benzin. das Ding ist, ich fahre mit meinem Sonnensetup sogar noch relativ humane Zeiten. So, hier war Benzin. Mit den Radardaten nach wird der starke Regen eine Weile anhalten. Also bei mir haben sie Wett angezeigt. Ich hab Reds drauf, ich nehme Reds. Ich nehme auch erstmal Wets. Weil es ist stark. Es anfangs ruhig angeht, ja. Die Strecke ist nass. Drei Regentropfen drauf. Das erste Mal, dass wir stark Regen haben. Im Quali. Och man, wer fährt denn da? Ne, wir mussten im normalen Rennen auch noch nicht auf Wets wechseln, oder? Oh. Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn dann aus Versehen wahrscheinlich. Oh, ich durfte nicht rausfahren, weil Sven auch rausfahren wollte. Ja. Da fährt ein hinter mir. Ich und hinter mir fährt Sören. Ach ja, stimmt, das ist ja ein gelber Punkt hinter mir. Sören, ich drücke auf die Bremse ein bisschen, ne, wegen Abstand. Ja, aber so viel, dass ich schon Abstand habe. Denn ich bin noch, glaube ich, relativ schnell auf der Strecke. Dass man mit den Wets klar kommt hier, wann es anfängt zu rutschen. Zum Glück habe ich die vorhin erst im Zeitfahrt auf Wets gefahren, die Strecke. Was, lieber ein bisschen Abstand noch? Ja. Ich hab schon ein bisschen Abstand. Ich weiß nicht, wie es. Das Ding ist halt, hinter Sören sind 10. Ich hab's. Ich wollte es gerade sagen, ich hab's gesehen. Deswegen kann ich nicht zu viel Abstand lassen. Ich glaub schon ein bisschen mehr auf dem Gas. Warte. Ja, ich merk das. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Was ich damit provoziere, will ich aber nicht machen. Alles gut, Mensch. Und wenn, ich kann dich ja sonst auch einfach vorbei lassen. Oder wenn, du drehst mich einfach raus. Sören, pass auf, hinter dir ist einer. Ich weiß. Aber ganz nah, der will kuscheln, Sören. Der will definitiv kuscheln mit mir. Na, na, na. Hallo. Oh, ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot. Ach du Scheiße, keine Zeit. Letzter. Aus der Boxengasse starten eigentlich. Passiert. Ja gut, habe ich gesagt, ich habe die noch geübt. Ja gut. Ich glaube, das habe ich sogar laut und deutlich verstanden. Ja gut. Passiert. Dann schauen wir uns jetzt Sören an. Ja, mach mal. Ich habe eh gerade die so nächste Runde. Waffe. Vielleicht bis ich zum Neuen kommt dann. Mit zwei mit vier Reifen. Warte, ich könnte auch Sven Tipps geben. Nee, halt Mund. Der ist ein lieb Kollege. Nee. Einfach mal nichts sagen. Lass ihn mal fahren, wie er will. Ich versuche erstmal einfach nur eine Zeit zu fahren. Habt ihr auch Köder stehen?
Ich war auf Mager, tatsächlich sogar. Ich stelle mal auf Standard. Daran war ja, ich habe auf Mage gestellt und prompt war ich in der Wand. Also so ziemlich. Ich bin danach noch weitergefahren ein bisschen, aber danach war eine Kurve und tschüss. Da bin ich gestorben. Wie denn das? Das ist doch Platz. Bin zu früh wieder auf, nach dieser ganz schnellen Kurve, ich bin zu früh wieder aufs Gas, hab mich weggedreht. Das hatte ich im Training auch ein paar Mal. Du bist auf P3 vorgefahren. Immerhin Dritter. Ja, mal schauen, was von drin kommt. Ah ja, der kriegt ja keine Zeit, aber ja. Noch. Oh. Shit. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüssi. Ah, shit. Hab mich gedreht. Passiert. Beim Regen. Ja, da sowieso. Ach, da steht. Das ist richtig gemacht. Yes. Alonso ist Vierter, wie denn das? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Im McLaren, ey. Der ist auch schon wieder in der Box. Keine Ahnung, vielleicht gut gefahren. Haben die anderen alle eine Zeit? Nur 11, also. Okay. Ricciardo, Vettel, Raikön, Sören, ja, die fahren wahrscheinlich später. Wahrscheinlich. Sören jetzt hier. Jetzt sind wir gleich eine gezeitete Runde. Oh, was ist denn das für eine Boxeneinfahrt hier? Ja. Das ist ja gemein, ey. In der Innenkurve. Sören hat immer noch keine gezeitete Runde bei mir. Nein. Durftest du nochmal nicht? Ja. Das heißt, du bist jetzt die vierte Runde auf der Strecke und jetzt kommt erst deine gezeichnete. Ja, wenn. Reicht der Sprit noch? Gute Frage, wa? Warte, ich schau da. Letzten Tropfen würde ich mal behaupten. Dann fahr rein. Alter, so wird. Ich würde mal schätzen, letzten Tropfen. Ja. Er darf nicht reinfahren, Sven. Wenn er jetzt reinfahrt, hat er keine Zeit und startet entweder einen vor mir oder einen hinter mir sogar. Mit Pech. Außerdem ist die Box gerade belegt. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 50,1. Das sollst du aber schaffen. Bis einmal ins Ziel. Dann tuckerst du halt die Runde noch zu Ende. Fertig, bereit. Mit Mager, also mit gar nichts. Ja. Oh. Das wird nichts. Tschüss. Das. Tschüss, Benzin. Oh, ich bin ja mittlerweile Fünfter, ey. Das war's. Das war's jetzt schon? Das war's. Ja, jetzt geht's nach voll ab. Fahr trotzdem über das Stadtziel. Nein, ich fahr rein. Ja, dann hast du keine Zeit. Ich fahr keine Zeit. Nein! Vertrau mir doch. Ich kann nur einmal rüberfahren. Ja, das Qualifying geht nur noch 2:10. Ja. Ja, rein, du brauchst im Regen 1 Minute 50 Sekunden. Ja.
Ich hab's ja nicht mehr über die Linie, tut mir leid. Also ich trau dir viel zu, was den Post in die Hand geht. Ganz besonders den Reifenverschleiß, aber nicht, dass du diese Strecke mit. Du fährst ja jetzt noch nicht raus. Und ich meine, die schnellste Zeit war Bottas mit 1,486, du hast noch 1,40. Sven draus. Oh, Sven fährt. Den kann man zuschauen. Ja, ich will noch mal probieren. Ja, bist du auch. Kann sogar noch eine gezeitete Runde fahren. Ja, solltest du schaffen. Die Dudes sind bloß alle vor mir hier. Ich will Abstand halten. Vergesst nicht, dass jetzt alle rausgefahren sind, ne? Ja, ich weiß, ich will noch ein bisschen Abstand lassen. Muss bloß in der Zeit halt über Start und Ziel kommen. Okay, also ich glaube nicht, dass das jemals Codemaster sehen wird, aber Codemaster fügt für den Zuschauer eine Karte ein. Dann hast du jemanden gerammt. Der ist wie hinten drauf gebrettert. Der hat mich schön mitgenommen. Warum bist du noch mal rausgefahren? Noch 30 Sekunden in dieser Session. Und bis in 30 Sekunden über Startziel. Ja, Papa. Ach, bin da. Wie war das mal? Wieder war das noch 30 mal LT4 und dann Enter? Ja. Nee, das war der Reifenverschleiß, Hex, sagtest du. Ja. 40 mal Alt-F4 und Enter, dann habt ihr den Speed-Type. Es hack. Oha. Ja, das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Nächste Runde, diese und nächste Runde. Ja, tschüss. Ja, selbst wenn der Rennen-Qualifying ist vorbei. Dann musst du mal kurz was einstellen. Hi, Köln. Du bist auf P6 zurückgefallen. 47,9. 17. bin ich. Alter. Boah. Ich glaube, ich bin bei Ding im Zeitfahren 1,47,6 gefahren. Der legt hier eine 1,47,9 an den Tisch. Alter. Zählt aber gerade nicht. Ja, ja, sowieso. Das sowieso. Ich habe ohne rote Zeit, ich werde nicht schneller werden. Der starke Regen ja, wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen vor uns. Bin ich recht stolz auf mich. Ja, auf 6. Vettel ist ein hinter dir. Der hat 0,05. Jetzt habe ich wieder eine grüne Zeit. Jetzt schaffst du es noch. Die Kurve besser genommen. Kommst du vielleicht noch einer vorne? Und? Ich hab's. Ist bei mir direkt aus. Sechster! Immerhin! Ja, besser als 20. Raikön, Hamilton, Bottas. Lärm, wir räumen das Feld von hinten auf, ne? Müsst ihr. Wie vierter bist du? Bis 19. Sehe ich das richtig? Ja. Och, Sören, Alter. Alter. Wir schießen uns doch beide tot am Start. Mach das mal nicht. Ja. Wir müssen es. Nee, ich stell, dass ich Benachrichtigungen beim Steam aus habe. Was kommt? Es kommt eine Benachrichtigung. Hab ich. Ach, ich hab das sogar an. Juckt mich nicht. Wenn mich irgendjemand anschreibt oder irgendjemand ein Spiel startet, setze ich da irgendwas drüber oder sowas. Ich kann einen schwarzen Balken drüber legen. So, Rennstrategie. So, erstmal gucken, wie es mit Regnen aussehen soll. War nicht, nur bewölkt. Nur gut, dass ich mein Trockensetup genommen habe. Ich kann jetzt nochmal ändern. Ja, wir können alle ändern, weil von nass auf. Kann ich nicht. Echt? Aber eigentlich, wenn es von nass auf trocken wechselt, dürfen eigentlich alle ändern. Kann ich nicht. Also ich kann sogar auswählen, mit was für einem Reifen ich losfahre. Ja, das kann ich auch. Der wegen Regen, das ist normal. Was die mir hier anbieten?
ist dann 27 Runden fahren, ja, okay. Fahrt er ein oder zwei Stopp? One. One. Es ist aber nicht viel Unterschied, gell, von der Zeit. Eine ich Minute. Dachte, zwei Stopps hat, Quatsch, eine Sekunde. Eine Sekunde lang, lang, langsam. Ja, aber eine Sekunde ist ja nix. Komm. Ihr startet auf weiß, alle? Mhm. Auch du hier vorne, Sven? Was? Startet auch auf weiß? Ja. Alles klar. Machen doch alle. Ich war überlegen tatsächlich. Halte die Drehzahl beim Start. Die mit Rot, Rot, Gelb. Wollen schließlich nicht stehen bleiben. Da hab ich auch kurz überlegt. So, auf den 13. vorgefahren. Ich finde das gerade witzig, dass meine CPU-Auslastung jetzt so viel niedriger ist, weil es nicht mehr regnet. Ja, muss er weniger berechnen, wahrscheinlich. Oh, wie schön man hier um die Kurven kommt, wenn es trocken ist. Ich kann durch Ocon durchfahren. Ocon hat sich gedreht wegen mir. Ist dein Teamkollege? Ja, ich habe Ocon gedreht, der ist weg, ich konnte durchfahren. Warte, du hast ihn berührt und kannst trotzdem weiter. Nein, ich mal berührt. Haha, da verstehst du jetzt den Start und Ziel. Ja, weil ich Alonso gekuschelt habe. Warum bist du denn so kuschelbedürftig? Darf ich nicht? Du hast keine Aufmerksamkeit in der letzten Woche bekommen. Ja. In der Woche, wo ich krank war. Boah, was war ich bei dem Verstappen hinten drauf, ey. Ich soll einmal in jeden Gang schalten, das tue ich jetzt. Aua! Aua! Reifen sind, glaube ich, ganz gut warm. Das war, dass warm. Du nicht schlägst, ne? Ey. Dein Teamkollege ist Platz 10, ey. Ach, dein Teamkollege ist auf Platz 10. Auf Platz 10. Die restlichen Fahrer nehmen alles ihre klar. Positionen ein. Geduld dich und achte auf die Startampel. Jetzt sag ich schon Sven. Genau, Sven, nimm du auch ein Beispiel an dein Teamkollegen. Ja, nimm immer mit. Ach so, was war denn bei dir los? Ich bleib ein bisschen hin. Ich mag die Kurve nicht. Oh, mich hat ihr noch voll geschuppt, ey. Aber wie? Bin Achter. Rückgefallen. Was ist denn da hinter dir drin? Jean. Alter. Hauptsache, die haben ja jetzt mein DAS nicht kaputt gemacht. Alter, so, da wollte ich gerade ins Überholmanöver, da fängt auch mal mein PC an. Ne, der Flügel ist noch grün. Könnte Glück haben. Okay, wir haben die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen. Jetzt habe ich Sören hinter mir. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Kann gefährlich werden. Sören, wer war jetzt nochmal hinter dir? Couchon. Couchon, Alter. Alter, wie langsam fahren die denn hier? Ich sehe schon kaum, wie Sören mir gleich hinten drauf fährt. Das ist schon derzeit passiert. Oh Gott! Alter! Ja, und das ist hier schon passiert. Achso, von Flügel ab? Oh. Ja, kann ich nichts machen, tut mir leid. Versuch mal reparieren. Alter. Das Ding ist, jetzt ich bin die Strecke echt. Ich bin ja echt nie auch viel gefahren, ne? Aber ich hab keine Ahnung, wo man hier überholt auf der Strecke. Immer kurz vor den scharfen Kurven. Musste nur innen rein.
Soll ich wieder One-Stop fahren? Wow, mein Frontflügel ist gelb. Sollte sein, da müsste rot sein. Ja. Yep. Alter. Dass der Hülkenberg hier vorne rumfährt, ey. Da hat er hier gar nichts zu suchen. Oh, Alter. Ja, Alter, von der Ehe. Der Wehrlein ist voll rausgekommen. Nee, jetzt darf ich warten. Weil dein Teamkollege rein ist. Ja. Nein. Oh, oh Gott, was tust du? Das kannst du dem armen Sören noch nicht antun. Ah, ich bin auf dem Kies und hab mich gedreht. Shit. Dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und es wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, ich hab gehört, ich fahre jetzt 27 roh auf gelb. Auf gelb? Auf gelb. 26 Runden. Oh, 26 Runden. Alter. Hab ich gehört? Hab ich gehört? Ja, gut. Ist angekommen, bestätige. So, ich hoffe, mein PC fängt nicht gleich wieder an. So viel mehr wegen Überhitzung. Alter, Wehrlein! Ey, ich guck ja auf den 17. rum. Ich bin jetzt 10. Nee, 11. Oh, wir fahren gerade über Sören rüber. Oha, hier muss ich jetzt lupfen wegen des kaputten Front. Wenn ich sehe dich. Ja, ich muss auch an die Box. Okay. Ich habe einen kaputten Frontflügel. Ich habe mich doch gedreht. Ja. Ich habe auch meine Strategie geändert jetzt. Oha, der Kujat fährt Kampflinie. Der hat gesehen, dass ich gerade 2-3 Leute los. Überholt habe. Wo seid ihr gerade? 13. Hören? Sören war auch schon einmal in der Box. Achso. Aber ich noch nicht. Unsere Strategie sieht noch 2 Boxenstops vor. Noch 2 geplante Boxenstops. Mein Frontflügel ist zwar gelb, aber... Okay, alles klar. Weiß nicht. Solange er mich noch nicht beeinträchtigt, fahre ich weiter. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone einmal auf weißen Reifen gefahren. Deswegen ist das ein bisschen ungewohnt. Ja. Aber schon das letzte Mal am Ende vom letzten Rennen. Oh Alter, da habe ich einmal zu wenig gelupft. Hier wurde mir zu viel abgekürzt. Für wenig Strafen. Ja, ja, alles gut. Zieh halt mal den Schwierigkeitsgrad noch mal ein bisschen ran. Ich habe aber schon eine Verwarnung jetzt kassiert, weil ich auch knapp drüber war. Ich habe noch keine bekommen, deswegen habe ich mich ja gar zu gewundert, dass ich dafür keine bekommen habe. Ja, ich bin... auch nochmal abgekürzt, habe ich auch keine bekommen. Kommt wahrscheinlich echt auf die Kurve drauf, Mann. Ja, ne, klar. Es ist ja immer dann, wenn du einen Vorteil draus ziehst, dann wird es als Strafe beachtet. Nicht immer. Ich habe das hier. Oh, ich habe Sörens Teamkollegen vor mir. Ich habe gerade eine Verwarnung für Streckenbegrenzung überschritten bekommen. Obwohl mich das Zeit gekostet hat.
weil ich zu weit rausgetragen wurde in dieser langen Kurve. Ich fahre immer noch grüne Zeiten trotz kaputten Frontflügeln. Aber ich komme nicht mehr an den Quiert dran. Auch auf Standard. Okay, fahren wir mal fett. Ey, der Ocon hat mich geschubbt. Und noch einmal. Was ist das für... Ey, Sören, du mal deinen Teamkollegen maßregeln. Und jetzt habe ich eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Kann doch nicht wahr sein. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,7 Sekunden. Ich muss mir mal nach morgen anschauen, warum mein PC derzeit so überlastet, überhitzt. Zweiten Mal eine Verwarnung bekommen, weil ich Zeit verloren habe. Ich frage mich nur, für was ich die Stop and Go jetzt bekommen habe, ey. Ja, das ist alles rigged. Ja, ist egal. Ist halt so. Musst halt akzeptieren und weiter. Ja, sowieso. Hilft alles nichts. Du redest schon. Ja, gar nichts, ich hab die Motorengeräusche im Ohr. Oh Gott, Alter. Ich hoffe, das zerstört mir nicht die Aufnahme. Hast du das gerade, Sören, auf der anderen Seite? Vor dir beträgt 5,4 Sekunden. Ach stimmt, weißer Punkt bist du ja. Du bist bei mir auch weiß, Sven. Echt? Ja, ja, aber hinter mir fährt ja nur Sören. Ja, vielleicht bin ich das auch ich schon wieder, der euch noch überrunden ist. Nee. Ah, jawoll. Ich hab immerhin die schnellste Runde momentan. Die kannst du auch meinetwegen haben. Ich fahre auch auf Rot. Ja, musste ich hab ja schon einen Boxenstopp hinter dir, hab ich gedacht. Da musst du wenigstens die nehmen, damit du hier wieder rankommst an die anderen. Ja, ich weiß, was du meinst. War ja auf Platz 17 rum gerade. Sören will ja tatsächlich One-Stop auf Gelb machen. Also die erste Runde rein. Ja, kann er ja. Vielleicht hat er Glück. Also, das heißt, dass es reicht. Das heißt, Sören wird seine Reifen wahrscheinlich wieder auf 80% drücken. Wahrscheinlich diesmal höher. Glaubst du diesmal noch höher? Vielleicht hast du auch einfach den schwachen Reifenverschleiß in Malaysia, weil du die Strecke so gut kannst und kennst. Aber das wäre doch nicht bei allen anderen. Das hat keine Ahnung, wie das bei Singapur war. Da hatten wir halt die ganze Zeit komisches Regen, ne? Komisches Regen. Bestätige. Komme ich jetzt vielleicht langsam mal an den 12. und 11. dran? Ich gucke den schon die ganze Zeit hinterher. Wir haben gerade meine Strategie nochmal geändert, ey. Die haben mir wieder einen Boxenstopp weggenommen. Die kämpfen. Ich bin voll weit rausgekommen. Egal. Wir nähern uns dem Boxenstopp. Das hat bestimmt Zeit gekostet. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Der Geraden gucken, wann sich das Boxenstoppfenster öffnet. Bei mir hat sich's gerade geöffnet. Ich weiß noch nicht warum, weil ich habe erst 15% oder so. Ja. Weil du fährst auf Rot. Ja, ich habe aber die Strategie ja gerade geändert. Das, ja. Oh Gott, Alter. Ich habe mich zum Glück nicht gedreht, ey. Ich auf der Geraden wieder meinen Kühler runterschalten. Geraden, nicht in der Kurve. Wenn ich eine Bock Stop and Go bekommen habe, wann muss ich schon reinfahren? Egal. Egal. Also beim nächsten Boxenstopp. Das ist beim nächsten Boxenstopp. Okay. Nur bei
Da mach. Da warten sie 5 Sekunden, bevor sie anfangen zu wechseln, gell? Ja, genau. Und manchmal buggt das und dann kriegst du halt eine 5 Sekunden Streit. Ja gut, egal ob du nur 5 Sekunden stehst oder... Ich würde die 5 Sekunden Zeitstrafe tatsächlich... Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. So, jetzt hab ich einen Ericsson vor mir. Wir sind ja nicht so die Besten. Welcher Platz bist du, Leon? 13. Oh, ich bin 16. Mittlerweile. Ich hab aber auch erst 15% auf den Reifen. Das Einzige, was mir halt ein bisschen zu schaffen macht, ist tatsächlich der Frontflügel. Weil er halt gelb ist. Bei mir ist alles grün mittlerweile wieder. Aber ich war ja schon an der Box. Ich meine, das ist auch nur eine Seite gelb, aber... Und du fährst noch weiß, oder was? Ich fahr noch weiß, ja. Ja, definitiv mit dem roten bin ich schneller. Ich habe nämlich einen Ericsson schon eingeholt. Ja, ich hab gerade Zeit verloren. Ich kann bloß hier nicht vorbeifahren in dieser Schlängelinie. Nee, da würde ich auch niemals überholen. Jetzt sehe ich deinen Punkt doch da vorne. Oh fuck. Ich fahre jetzt gleich unter der Brücke durch. Jetzt. So, meine lieben Zuschauer, da kommt leider etwas nah ran, der Junge. Spitzkehre. Warum sollte ich früher rein? Okay. Meine Reifen sind doch noch gar nicht. Okay, jetzt 19% auf allen Reifen. Das geht doch. Warum sollte ich denn schon in Runde 19 rein? Einfach ignorieren. 13. Statt 17, glaube ich, war's. So, ich bin 15, oder? Der Typ wollte mich mehr Runden auf Gelb fahren lassen, wie als auf Weiß. Also, du bist 15, ja? Ja. Alter. Hab den gerade überholt. Na, der hat weiße Reifen da, Ericsson. Schnell nach. Ich habe rote Reifen. Wie oft nur noch? Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Aber es sind nur noch 8 Sekunden. Deine beste Rundenzeit war eine 1:38,8. Alles klar. Ich was fährst du? 1:40,7. Naja, 2 Sekunden pro Runde. Auf weißen Reifen und gelben Frontflügel, also eine Seite.